In den letzten Wochen ist viel passiert. Die Fertigstellung naht in großen Schritten. Unsere riesige Kühlzelle wurde geliefert und eingebaut. Die Jungs vom Metallbau haben die Stiegengeländer montiert und die Türen fertiggestellt. Und unsere Saaltüren und Trennwände wurden geliefert und aufgebaut, sodass wir dann unsere 5 separaten Tanzsäle zusammenfassen können. Bei mir unser Bauleiter Nils Jansen, wir waren das letzte Mal vor der Kamera, da war noch Rohbau und Fundamentplatte. Jetzt ist es wenige Tage, Wochen vor der Fertigstellung. Ja, wir haben einen Endspurt hingelegt. Im Sommer eine Baustelle fertig zu machen war nicht so einfach, alle sind Urlaub, aber morgen ist Abnahme und es sieht schon ziemlich gut aus. Was passiert jetzt gerade? Ich sehe, Trennwände werden gebaut. Ja, das sind die mobilen Trennwände, die aus dem einen großen Saal 3 kleine Säle machen können. Die werden montiert, einjustiert und dann fehlen nur noch die Spiegel. Heute sind die wunderbaren Saaltüren gekommen. Was erwartet den Gast da? Ja, wir zeigen Holzbau, auch ganz praktisch angreifbar mit Holzportalen zu den Tanzsälen. Das wird ein Eyecatcher werden. Funktionstüren, Schallschutz, Brandschutz, Fluchttüren in Holzbauweise. Erste Frage, Firma und Mannstärke. Mannstärke waren das hier, 8 Leute und die Firma mit Dolper Wilhelmer. Und was macht sie auf der Baustelle? Wir haben eigentlich alles gemacht, was mit Alu und Glas zu tun hat und Stahl. Ja, und das ist genau im Detail, was merkt der Gast von eurer Montage? Boah, er darf über die Stiegen aufgehen, er darf sich bei einem Glander anhalten, er darf bei den Fenstern rausschauen, auch öffnen wahrscheinlich. Eingang ist natürlich der Hauptbereich, nicht? Ja, und hinten, hinter dem Haus die Fluchtstiege.